Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, verdammt heiße Zeiten haben wir gerade da draußen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir hatten gestern 38 Grad. Heute hat es zum Glück kurz geregnet. Gut für die Pflanzen, wunderbar, aber die Luft ist extrem schwül. Selbst hier im Keller in meinem Büro ist echt normalerweise echt immer kühl und gut auszuhalten. Aber heute ist nur schwül. Ich meine, man sieht es vielleicht auch, es glänzt alles. Ja, und zu dem heißen Wetter passt auch das Gerät, was ich euch heute vorstelle, ein wirklich Top-Teil, ohne Witz. Und zwar handelt es sich um den Steinbach Poolrunner Battery Basic. Ja, das ist ein kleiner Pool-Saugroboter, ein Poolbodenreinigungs-UFO. Und ist ein tolles Teil, habe ich gedacht, da muss ich unbedingt ein Video drüber machen. Und ja, wir schauen uns das einfach mal nach dem Intro an. Bis gleich. So, und da es über das Ding eigentlich gar nicht so viel zu erzählen gibt, werden wir das auch ganz schnell durchziehen. Wir machen kein großes Unboxing, nix, weil ich habe das Ding auch schon bei mir im Pool laufen. Ne? Karton ist leer, wollte ihn euch nur zeigen. Ja, es ist auch gar nicht viel dabei. Im Karton ist das Pool-OVO, was wir nachher noch sehen. Das Ladegerät ist dabei. Eine Bedienungsanleitung, die man aber eigentlich gar nicht braucht, weil zum einen ist kinderleicht zu bedienen und zum anderen hat Steinbach ein wirklich tolles Anleitungsvideo auf der Webseite. Ich verlinke das auch mal bei mir unten in der Videobeschreibung. Da wird eigentlich alles gesagt und es gibt wirklich nicht viel zu tun. Dann sind noch zwei so Gummilippen dabei. Ja, die kann man an den zwei Einsaugdüsen, wo er den Dreck einsaugt, montieren. Und die reiben dann nochmal über den Boden drüber. Das ist nochmal eine bessere Reinigung. Darf man aber nur montieren, wenn der Boden absolut eben ist, sonst machen die keinen Sinn, deswegen sind sie bei mir nicht dran, weil mein Pool steht auf einer Wiese und da habe ich halt naturgemäß ein bisschen hoch und runter. Ich werde es irgendwann mal probieren, vielleicht ob es trotzdem was bringt, aber ich bin so wie es ist, top zufrieden, der Boden wird sauber, Wahnsinn, schauen wir uns aber noch an. Dann ist doch hier der Haken dabei, den kann man auf eine ganz normale Poolstange draufstecken vorne und kann sich eben das Pool-UFO dann wieder rausziehen. Also damit holt man den Steinbach Poolrunner Basic, Battery Basic wieder aus dem Pool raus. Ja, und ganz kurz noch in so den technischen Daten gibt es auch nicht viel zu erzählen. Es ist ein Gerät, was für Poolgrößen bis zu 25 Quadratmeter gemacht ist. Mein Pool da draußen hat 23 Quadratmeter circa und funktioniert bestens. Der 2500-2600 mAh Akku soll den kleinen Pool-UFO bis zu einer Stunde im Pool hin und her fahren lassen. Das habe ich nicht ganz geschafft. Bei mir ist meistens nach 40, 45 Minuten dann die Luft aus. Ja, dann kann man ihn betreiben bis zu einer Wassertiefe von 2 Metern. Er ist Salzwasser geeignet und fährt mit 16 Metern pro Minute durch den Pool, genau so ist, wenn es interessiert. Ne? Wichtig ist, das Ding funktioniert und es funktioniert wirklich tadellos. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie es funktioniert, ja, wie einfach das ist. Wir lassen ihn einfach mal in den Pool und lassen ihn mal losfahren. Und das machen wir jetzt. So, wir machen auch gleich einen Praxistest. Ich habe das schöne Steinbach-UFO hier schon da. Ist auch nass, weil ich es gerade schon reingeschmissen habe. Im Prinzip ist die Bedienung ganz einfach. Ja. Die Schnur haben wir dran, damit können wir es dann nachher wieder schön rausziehen. Und hier unten ist quasi der Powerknopf. Und wenn man den außerhalb vom Wasser drückt, dann fängt es an 15 Sekunden zu piepsen. Und so lange hat man Zeit, das ins Wasser zu schmeißen. Und genau das machen wir jetzt auch kurz. Na, jetzt hört man das Signalton und wir schmeißen das Teil einfach rein. So, und dann lassen wir das einfach rein. Piepsen hört man noch leicht, drücken es unter Wasser und kann hier mit der Schnur dann ein bisschen austarieren, dass er wirklich auf die Räder fällt. Ne? Da ist jetzt quasi im Wasser drin und ja, nach 15 Sekunden fährt er dann einfach los und hier können wir dann noch einfach die Schnur hier rein schmeißen, die schwimmt und da geht es auch schon los. Und das Ding fährt ziemlich schnell. Versucht es gerade mal hier zu zeigen und stößt er eben an. Das ist so ein Zufallsprinzip, wie der den Pool abfährt. Und reinigt eben jetzt ganz akkurat den Boden und das macht er wirklich verdammt gut. Ja, und da fährt er den Pool ab. Thank you.
bleibt er dann einfach stehen, weil der Akku leer ist. Und dann kann man ihn mit dem mitgelieferten Poolhaken dann rausholen. Ich mache es jetzt in dem Fall einfach kurz mit einer kleinen Pappstange, weil ich gerade nichts anderes zur Hand habe und den Haken noch nicht auf die Poolstange montiert habe. Wie auch immer, ist ja auch scheißegal. So, dann haben wir hier das Schnürchen und ziehen damit einfach den Poolroboter aus dem Wasser. Zerlegt ist das Ding auch ganz schnell. Dazu öffnen wir einfach hier diese vier Laschen. Und dann kann man einfach den Deckel abnehmen. Ja, manchmal einfach. Hier ist noch ein kleiner Haltegriff. Ziehen wir da einfach mal nach oben. Und dann sieht man auch schon die Ausbeute. Im Prinzip ist hier noch ein kleines Sieb verbaut. Und hier drin seht ihr jetzt, was er alles eingesaugt hat. Und dazu muss ich sagen, ich habe den schon 3-4 Mal im Betrieb, also ihr habt es ja auch auf dem Video gesehen, der Poolboden ist relativ sauber. Das heißt relativ, er ist sauber, also mit dem Auge sieht man nichts, aber man sieht halt hier noch eindeutig, was da noch an Dreck rauskommt. Ja, und gereinigt ist das Teil dann auch ganz schnell. Im Prinzip braucht man nur das Pool-UFO, ein bisschen Wasser und dann spült man den hier einfach mal schön aus. Und wenn der Dreck dann draußen ist, dann war es das auch schon. Das gleiche kann man dann noch mit dem Sieb machen. Einfach mit ein bisschen Wasser ausspülen. Und fertig, Spaß. Und schon kann man wieder zusammenbauen. Ja, und zusammengebaut ist das Teil genauso schnell wie auseinandergenommen. Da muss man drauf achten, hier sind so Klappen drin. Ne? Das ist einfach dazu da, dass der Dreck, der sich da drin sammelt, nicht wieder zurückfällt, wenn man den zum Beispiel aus dem Wasser holt. Ne? Die müssen geschlossen sein. Hier sieht man auch die Einstellung von Rädchen. Also da kann man die Höhe der Rädchen einstellen. Das zieht man einfach hier hinten an der Lasche. Und dann kann man hier schön die Höhe verstellen. Ne? Ich habe das aber bei mir, wie gesagt, auf Standard und funktioniert super. Wie auch immer, wir stellen einen Poolroboter hin. Legen wieder das Sieb rein und dann kommt der Deckel auch schon drauf. Da haben wir solche Nasen hier links und rechts und hier haben wir dann dementsprechend Löcher, wo die reinpassen. Die sind auch nur auf den zwei Seiten, auf den anderen hier sind keine Nasen. Und dann stellen wir den hier drauf, schließt wieder diese Klammern. Na? Da muss er wieder ein bisschen schwieriger gehen. So. Und das war's. Und schon ist er wieder einsatzbereit. Was heißt einsatzbereit? Ich muss ihn natürlich erst laden. Hier unten haben wir die Ladebuchse. Und dann ist er einsatzbereit fürs nächste Mal. Und so geht es immer weiter. Also wirklich pipi einfach zu bedienen. Ne? Ja, und das war es im Prinzip auch schon. Es gibt gar nicht wirklich viel drüber zu erzählen, außer dass das Teil funktioniert und eine absolute Kaufempfehlung ist. Ich habe es beim Pool Megastore, heißt er glaube ich, bestellt für 149 Euro und das Teil ist wirklich jeden Cent wert. Aktuell haben sie ein bisschen Lieferschwierigkeiten, also ich habe jetzt auch knapp 6 Wochen drauf gewartet, aber das Warten lohnt sich. Ich glaube, jetzt ist auch gerade wieder lieferbar. Also wer einen Pool hat und keinen Bock hat, irgendwie den Boden sauber zu machen mit irgendwelchen Handsaugern, ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja, ich habe eine große Poolpumpe dran. Ich habe mir extra eine Steinbach-Pumpe gekauft, die auch Durchsatz hat. Und die hat natürlich auch einen Anschluss, wo ich dann, So ein Handpoolsauger, den schließt man ja quasi dort an, wo das Wasser Richtung Pumpe eingesaugt wird. Und dann sollte das aber nicht durch einen Filter laufen und wieder rausgeblasen werden, der Dreck. Also quasi in den Pool wieder reingeblasen werden, weil alles nimmt der Filter halt doch nie auf. Vor allem diese feinen Algendinger, die werden gerade durchgeblasen. Deswegen braucht er eine Pumpe mit einem Anschluss, wo das Wasser dann quasi nach draußen in den Gully geleitet wird, während ihr reinigt. Ja, braucht er mit dem Poolroboter nicht. A, haben das nicht alle Pumpen, so ein Anschluss, um Wasser wirklich abzulassen. Die Standardpumpen, vor allem diese
ganz normalen Kartuschenfilterpumpen, die oft auch bei kleineren Pools dabei sind, die haben das zum Beispiel nicht. Und B, ist einfach immer Quatsch, den langen Schlauch anschließen, an eurem Sauggestänge anschließen, dann mit Hand da durchgehen. Es dauert ewig und macht keinen Spaß, denn es ist heiß und ich will eigentlich ins Wasser und kann so einen Scheiß machen. Und so geht er abends hin, schmeißt das UFO rein, schaltet es an, natürlich erst anschalten, dann reinschmeißen, der fährt da seine Dreiviertelstunde drin rum und der Boden ist sauber, ganz einfach. Und er macht wirklich total sauber. Ich konnte das jetzt leider nicht zeigen, weil der Boden relativ sauber ist. Aber ihr habt es ja gesehen, ja. Meine Frau hat beim ersten Mal gesagt, du, das brauchst du jetzt gar nicht testen. Der Boden ist sauber, schau. Lohnt sich gerade nicht. Ich lasse das Ding laufen und da war Schmutz drin. Ich bin echt erschrocken. Und selbst jetzt, wo das Teil regelmäßig gelaufen ist und man optisch mit dem Auge durchs Wasser eigentlich denkt, wow, toller, sauberer Boden, kam eben das noch raus, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Von meiner Seite aus eine absolute Kaufempfehlung. Lohnt sich wirklich, ist ein ganz, ganz tolles Teil. Gibt es natürlich auch eine Nummer größer, größer, größer. Dann wird es aber preislich ganz, ganz, ganz schnell in Regionen gehen, wo ich dann sage, ne? Aber für 149 Euro, denke ich, ist das eine Anschaffung. Einfach machen, ja, ist wirklich top. So, und das ist mein erstes Video. Knapp 10 Minuten oder knapp drunter sogar, ich weiß nicht genau. Geil, ich habe es mal geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Video. Genießt die warmen Tage. Stellt euch einen Pool in den Garten. Alles gut. Bis dann.